Hi, hier ist Crook und in diesem Video zeige ich dir, wo du die Pinguine 4 bis 6 findest und abgibst. Die Abgabe der Pinguine gibt uns lediglich ein paar Triumphe bzw. Triumphpunkte und Lore. Aber als Sammler will man schließlich alles in Destiny haben. Wer von den Pinguinen noch nichts weiß, das sind einfach kleine Figuren, die ihr auf der Karte sammeln könnt und eben hier für Triumphe abgeben könnt. Mit jedem wöchentlichen Reset lässt sich ein neuer Pinguin finden. Bisher sind es 6. Wer jetzt erst damit anfängt zu sammeln, kann sich aber alle 6 bisher gefundenen holen. Ein Video für die ersten 3 Fundorte der Pinguine findest du oben in der Infobeschreibung oder unten in der Videobeschreibung. Da ich in anderen Videos darum gebeten wurde, die Zielorte genauer zu zeigen, zeige ich es euch hier auf der Karte. Zum einen, wo wir uns befinden und wo wir ungefähr hin müssen, aber ich zeige die Karte auch nochmal, wenn wir uns am Zielort befinden. Da es auf dem Weg nichts weiteres Spannendes zu sehen gibt, kommentiere ich einfach wieder weiter, wenn wir uns am Ziel befinden. Sobald ihr in diesem Raum angekommen seid, seht ihr den Pinguin schon an der Scheibe neben euch. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns hier ganz links am Übergang zur Ewigkeit. Hier müssen wir jetzt alle Gegner klären, damit wir den Pinguin an uns nehmen können. Sobald der letzte Gegner besiegt ist, verschwindet die Scheibe und ihr könnt ihn euch nehmen. Für Pinguin Nummer 5 begeben wir uns in den Asterion-Abgrund, ungefähr dahin, wo der Übergang zu den eventuellen Ruinen ist. Begebt euch also einfach von Varix aus in den Asterion-Abgrund. Wir müssen ungefähr auf die Höhe, wo es unten drunter auch den Zugang zum verlorenen Sektor gibt. Und keine Sorge, es ist noch nicht abhängig davon, was gerade die aktuelle Schattenzone ist, ihr könnt einfach alle Pinguine, die es bis jetzt gibt, einsammeln, egal zu welchem Zeitpunkt. Oben auf der Klippe sehen wir jetzt schon ein paar Gegner stehen. Dort begeben wir uns hin. Aber für die Sprunglegastheniker ist hier von der rechten Seite ein einfacher Weg nach oben. Begebt euch dazu also einfach in dieses Konstrukt. Auch hier müssen wir jetzt wieder die Gegner clearen, um den Pinguin an uns nehmen zu können. Und diese Kante will mich wohl verarschen. Sobald ihr dann oben auch den letzten Goblin getötet habt, könnt ihr den Pinguin an euch nehmen. Wobei ich ehrlich gesagt gerade nicht sicher bin, ob ihr ihn nicht einfach auch so nehmen könnt. Für den 6. Pinguin müssen wir oben in den Riss wiedergeborenen Zugang. Dazu müssen wir von Varix aus erst hinter in die eventuellen Ruinen. Da das eine lange sinnlose Fahrt ist, aber ich meine Fans nicht enttäuschen will, hören wir uns einfach in einer Minute wieder. In diesem Raum angekommen, müssen wir nun einen Marauder töten. Marauder, Marodeur, ich weiß nicht, diesen unsichtbaren Gegner hier hinten. Sobald ihr ihn umgeklatscht habt, könnt ihr den Pinguin an euch nehmen. Er liegt genau dort, wo ihr den Gegner besiegt habt. Beziehungsweise, solange kleine Gegner da sind, könnt ihr ihn noch nicht an euch nehmen, weil es immer wieder abbricht, solange ihr unter Beschuss seid. Also macht kurz alle kleinen Gegner platt und regt euch allgemein drüber auf, wie nervig Jäger sind. Wenn das erledigt ist, könnt ihr den 6. Pinguin an euch nehmen. Da jede Woche nur ein neuer Pinguin erscheint und ich es unnötig finde, für jeden einzelnen Pinguin ein Video zu machen, mache ich das nächste Video dann, wenn wir Pinguin 7, 8 und 9 finden können.
Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Wenn ja, dann helft auch mir und lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr Bock auf mehr Gaming-Content von mir habt. Ansonsten war es das aber erstmal von mir. Ich sag wie immer danke fürs Reinschauen. Bis nächstes Mal. Ciao.